Begegnet dir manchmal Opposition? Opposition? So etwas, was sich dir richtig gegenüberstellt? Weißt du was? Eigentlich kannst du das als Kompliment bewerten. Denn wenn es Opposition gibt, heißt das, dass du eine bestimmte Position hast. Eine Position, ein Standpunkt, ein Standort, eine Meinung, etwas, was du vertrittst, wofür du stehst und sagst, das ist das, wofür ich stehe, hier. Und dann ist etwas, was sich dagegen stellt. Opposition. Der lateinische Begriff opponere bedeutet gegenüberstellen. Gegenüberstellen. So, da stellt sich also etwas anderes dir gegenüber. Und wenn du weißt, dass du die Position des Wortes Gottes, der Bibel, die Absichten des Herrn vertrittst, dann wird dir etwas gegenüberstehen. Du erlebst Opposition in ganz unterschiedlichen Bereichen deines Lebens. Nimm es als Kompliment. Und vor allen Dingen behalte deinen Standpunkt bei. Lass dich von Opposition nicht dazu bringen, deinen Standpunkt zu wechseln. Heule nicht mit den Wölfen, sondern stell dich hin, grab die Haken ein und sag, hier stehe ich, das ist meine Position, das ist meine Überzeugung, dafür stehe ich ein. Das hat schon Luther gemacht, am Reichstag in Worms. Ja, er hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist meine Position, dafür stehe ich. Und im Grunde genommen, ich bin bereit dafür, mit dem Leben zu bezahlen. Und das ist das, was uns auch auszeichnet. Wir vertreten die Position des Reiches Gottes. Wir vertreten die Position Jesu Christi. Und wenn du das tust, dann lass dich von Opposition nicht irritieren, sondern erwarte sie und lass dich vor allen Dingen nicht von deinem guten Standpunkt wegbringen, sondern vertritt das, von dem du im Herzen weißt, dass es die Wahrheit ist und dass es dem Herrn wohlgefällig ist. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.